Gut, schauen wir heute uns erstmal das neueste Video von Sascha an. Jodeln, ja, hu, hu, hui. Also, ja, hu, hu, hui, nehme ich an, versucht Sascha hier zu sagen. Was soll ich sagen, Leute? Wir checken, ich denke mal, es geht um die App Jodel. Ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist. Ich habe mich immer dagegen erwehrt, mir die runterzuladen. Und wenn ich auch teilweise sehe, was Leute darauf schreiben, bin ich ganz ehrlich auch wirklich froh darüber. Sebastian-SVW, Dankeschön für deinen dritten Prime-Sub im Monat. Das Geld hättest du dir sparen können. Vielen, vielen Dank, Bro. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein, was Sascha hier für uns Wunderbares vorbereitet hat. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca Jodler zukommen lassen. Digga, wild. Grüße gehen raus an alle Studenten. Ja, Digga, wirklich, Jodel ist eine komplette Studentenplattform, ne? Also wirklich, also, Jodel ist für Studenten, die eh abbrechen. Let's Fabs hier mit dem Real Talk am Start, Digga. Endlich wieder Content für euch. Ich geh direkt offline, Digga. Ja, Monte, nie was studiert, weiß überhaupt nicht, hat Monte überhaupt einen Schulabschluss? Schreibt's mal in die Kommentare. Es interessiert mich nicht. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Jodler. Let's go. Mit der Mitbewohnerin im Auto. Sie regt sich über die Schnarchnase vor uns auf. Sie, unnatürlich ist die am Handy. Ich, du bist beim Fahren auch am Handy. Sie, aber ich fahre dabei wenigstens 140. Eigentlich komplett, also wirklich einfach, also das ist einfach nur reasonable. Ganz ehrlich, Leute, wisst ihr, es gibt da umsonst diese Gesetze für, ja? Wenn man am Handy ist, dann sollte man wenigstens gucken, dass man so am Handy ist, dass man dabei keinen im Verkehr behindert. Gefährden ist eine andere Sache, davon sprechen wir nicht. Ich wiederhole hier an der Stelle nochmal ganz kurz, Stichwort Gefährdung. Dieser Hype-Train hier. Ich sag dazu nicht mehr, ne? Ihr müsst das mit euch ausmachen, das ist euer Schicksal, nicht meins. Euer Karma geht hier runter, nicht meins. Und währenddessen am besten noch eine Story von dem Song machen, der gerade im Radio läuft, weil es jeden interessiert, was bei Tempo 200 in deinem scheiß Radio läuft. So oft schon gesehen. Grüße geht raus an alle Leute, die gerne beim Autofahren Stories machen. Kenne ich jetzt persönlich keine Influencer. Ich kenne eine Menge Influencer, die sowas machen. Alexander Hof, Dankeschön für deinen Sub. Du bist hier herzlich willkommen. Da muss noch was passieren, Leute. Rein in den scheiß Hype-Train. Der Schaffner wird euch alle rausschmeißen. Alle in den Scam-Train einsteigen. Ganz einfach. I'm a savage. Yeah. Classic, bougie. Digga, selber schuld. Ich hasse sowas, Digga. Lass das Handy weg beim Autofahren. Ich habe auch schon mal einen Punkt kassiert. Gottverdammter Real Talk, weil ich beim Handy an der Ampel das Handy rausgeholt habe, Digga. Und ganz ehrlich, es war absolut gerechtfertigt, dass ich dafür einen Punkt kassiert habe. Und der Polizist mir natürlich mit dem Taser 3 Minuten ins Gesicht geschossen hat. War vollkommen gerechtfertigt, wirklich. Megapixel, Digga, Dankeschön für den Gift. Jetzt hat man Nixon088. Dankeschön, Bro. Vielen, vielen Dank auf dein Auge. Vielen, vielen Dank auf dein Auge. Ganz genau, Bro. Kuss auf dein Auge. Dankeschön. Ich habe 2 Zugtickets verschenkt. Ich habe kein Geld mehr. Classic Jacob, das ist aber dein Problem. Es geht ja auch um die anderen Leute. KevKev, 89.1. Dankeschön für deinen Sub hier. Leute, wir sind bei 50%. Wenn der Zug jetzt stehen bleibt, ich halte die Fresse und bin off. Yes. Gestern im Peak in Kloppenburg. Lukas, und wie wäre so eine schöne Bauchtasche für dich? Nee, hab Abitur. In Skopne mit seinem billigen Fachabi. Wichser. Ich habe gestern davon geträumt, einen Döner zu essen. Heute dann eingekauft. Ja, bewegt euren Arsch von der Couch und lebt euren Traum. Digga, Jodel ist wirklich einfach so eine absolute Normie-Much-Plattform, Digga. Also diese Jokes da, die habe ich vor 20 Jahren auf Twitter geschrieben. Und selbst ich habe die schon vorher geklaut. Leute, ihr könnt alles schaffen, wenn ihr daran glaubt. Windows-User, Digga, Dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen Dank, Mann. Kuss. Leute, 30 Sekunden noch, 40%. Mach diesen Hype-Trend voll, sonst bin ich hier weg. Jawoll! Ja! Ja! Ich hab ganze Team! Digga. Geknackt! Doktor, sind die Resultate des Tests schon da? Ich sterbe vor Neugier. Haha, nicht. Wer das liest, kann offensichtlich lesen. Reselese, Dankeschön für deinen Sub. Kuss, 30% Leute, Hype-Train läuft immer noch. Dankeschön, Reselese. Nicht nur vor Neugier. Schnell weiter. Seitdem ich mal eine Gurke in unserem Badezimmer gefunden habe, esse ich in unserer WG prinzipiell keine mehr. Danke, Classic Jacob. Kam leider ein bisschen zu spät. Es passt. Ich werd meine Konsequenzen daraus ziehen und dafür die nächsten 3 Wochen einfach nicht streamen. Das habt ihr jetzt davon. Es sei denn, ich habe sie selbst gekauft und gleich verarbeitet. Weil ich vermute, dass meine Mitbewohnerin sie so... Oh. Digga. Imagine, du wohnst in einer Wohnung, wo deine Mitbewohnerin einfach deine Gurke... Weiß nicht, gibt's dafür... Also normalerweise gibt's dafür doch... Ach, ist ja auch egal. Oh mein Gott, was? Und so ist dann der Spaß vor der Webcam entstanden. Arschgeil, Dankeschön.
Ich heiße Ariana. Ich bin viele Sachen von Tinder gewöhnt, aber das hat mich sprachlos gemacht. Er, hey, ist dein Nachname Grande? Ich, nee. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was schlimmer ist, Tinder oder Jodel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Tinder wirklich gelöscht, Leute. Was einem da untergekommen ist auf Tinder. Digga. Darauf erstmal eine Waffel von Mutti, wa? Matthias MF, danke schön für die 2 Gifte. Das schaffst du, ihr Mann. Kuss, hier. Ich trau's dir vor. Das für dich, Bro. Dankeschön. Also wirklich, Tinder. Ach, scheiß doch drauf. Tinder ist einfach unglaublich nice, Mann. Meine Mutter hat sich vor kurzem WhatsApp installiert und hat geglaubt, dass die Gruppen dazu da sind, Kontakte zu sortieren. Lange Rede, kurzer Sinn, sie hat eine Gruppe, unwichtig, erstellt mit circa 20 Verwandten und Bekannten. Applaus für... Absolut ehrlich. All unsere Eltern, die WhatsApp besitzen. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Der nächste Geburtstag in der Familie kann kommen. 2020 ist, wenn eine Kugel Eis mehr kostet als ein Liter Benzin. Fuck, Digga, das stimmt wirklich, ne? Das stimmt einfach wirklich, Alter. Insane, Digga, insane. Doom Knighter, HD, danke schön für deinen Sub, Kuss. Yo, Marc. Ich habe gesehen, dass die Benzin... Preise. Ist das denn neu? Sieht man das? Ja. Günstiger sind als der... Justin, bitte. Entspann dich. Wir wissen, dass du gerne Minecraft spielst. Hast du auch was in der Richtung? Benzin da? LG. Meine Oma! Perfekt, danke. Homo-Ehen sind gegen die Natur. Meine Schwester. Dein Herzschrittmacher aber auch. Ja. Ja. Nächste Familiengeburtstag kann kommen. Hey Sascha, ich glaube, da habe ich genau das Richtige da. Ich muss mal gerade gucken, warte. Was ich dir da empfehlen würde, wäre das hier. Das hier wäre genau das Richtige für dich. Eine Faust, perfekt. Gespräch. Wir haben vereinzelt Probleme mit Mobbing. Wie stehen Sie dazu? Das konnte ich in der Schule schon sehr gut. Danke, wir melden uns. Können Sie denn mit diesen dicken Wurstfingern das Telefon bedienen? Oh. Da würde ich gerne arbeiten. Oh Mann, zum Glück habe ich damals auf gar keinen Fall, als der Schulfotograf da war, eine Mädchenmappe bekommen. Silver Edition for Girls. Sascha? Wie kannst du eine Haartransplantation brauchen, wenn deine Haare früher so aussahen? Und warum ist dieses Mädchen da unten drauf so unglaublich süß? Wie alt warst du da, Sascha? Sag's mir. Zum Glück habe ich damit heute keine Probleme mehr. Und das sage dir face to face, Mann. Arzt! Basics. Haben Sie irgendwelche psychischen Beeinträchtigungen? Patient, bitte was? Arzt, ob Sie TikTok haben, habe ich gefragt. Ganz ehrlich, Leute. Also, ich gebe Nico noch maximal 2 Wochen, dann kommt er in eine geschlossene Anstalt. Und es wäre absolut, absolut in Ordnung. Lazo, wir machen uns echt alle Sorgen um dich. Ich hasse es, wenn Leute mich fragen, was ich heute so gemacht habe. Diggi, keine Ahnung, ich bin mittags aufgewacht und plötzlich war es 19 Uhr. Immer diese Leute, die wissen wollen, was hast du heute so gemacht? Und was, wie war dein Tag so? Mann, halt deine Fresse, lass mich in Ruhe. Absolut nichts gemacht, nichts. Gar nichts. 0,0. Oh. Das ist so geil. Bin am Wochenende. Monte und Regina, ich schwöre, ich möchte, dass deren Kinder auch Facelets bekommen. Ich wünsche es denen so. An dem Haus vorbeigefahren, in dem ich aufgewachsen bin. Habe die jetzigen Bewohner gefragt, ob ich kurz rein darf und mich erinnern. Sie haben Nein gesagt. Manchmal hasse ich meine Eltern. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wenn Montana Black eine Katze wäre. Ist ein Hund, oder? Perfekt. So ein Feini, Digga. Heute ist so ein süßer Feini, Alter.